to, we need to go deeper mit Mr. Katafi. Oui, oui. Mit Tricky. Ja, oh, hallo. Kojak. Und dem Leo Fair. Ja, Heidi, ja. Servus. Wir, dem SK. Ja, yay. Letzte Folge, ziemlich turbulent. Lief super. Lief klasse. Super. Fragen, da war noch Luft. Da ja, war noch Luft. Wir hatten noch Luft da oben. Ja, stimmt. Oh, ich Gott. Fahren wir? Okay, dann. SK, gehst du nach vorne Nein, an die Waffe? Wir fahren noch gar nicht. Ich brauche ein bisschen Schwung in der Bude. Ach, okay, ich mach schon. Weil unten haben wir noch 5 Schuss. Wir haben noch 5 Schuss unten. Eine Sache finde ich übrigens wirklich geil gemacht. Und zwar, je nach Lage des Schiffes, ist halt auch die Lage des Bodens. Und das finde ich ziemlich cool. Ja. Wenn wir jetzt noch was einbauen würden, dass man so die Laufgeschwindigkeit schneller oder langsamer hat, je nachdem wie die Neigung des Schiffes ist, das würde voll abgehen. Das wäre, glaube ich, sehr chaotisch dann. Das ist richtig chaotisch. Wir brauchen gleich Licht, fällt mir gerade auf, ne? Ach, ja, dann kommt gleich in die nächste Zone. Oh Gott. Das mit dem Licht, das läuft. Das wird lustig, weil dann haben wir keine Munition für, keine Energie für die Munition, ne? Doch, also für die Munition nicht, aber ihr könnt ja beide mit Steinchen schießen. Aber dann müsstest du halt einfach dann sozusagen im Notfall mir die Energie klauen. Oh Gott. Oui, oui. Es ist dunkel, ich habe Angst im Dunkel. Aber eine Sache finde ich gut, und zwar, dass man 2 Leuchten hat. Ja, wir haben 4 Leuchten. Ja, einmal nach hinten, eigentlich müsste man ein Schiff haben, eigentlich müsste man irgendwie ein Schiff für 10 Personen haben, mit lauter Leuchten, Suchscheinwerfern, noch richtigen... Ich spiel mal ein bisschen Disco. Yay, yeah, Party, woo! Yeah. Kann das sein, wenn man ein Level wechselt, dass alle Systeme... Wie die Engines zum Beispiel? Kann sein. Ich bin rausgeploppt aus dem Cockpit. Ja, musst du da mal rangehen. Ja, aber zur Not klauen wir die Energie in den Waffen, weil SK hat halt, wie gesagt, noch 5 Schuss. Wie bitte? Ich meine Leo, weil er ist doch der Energieverteiler. Ja, ich brauche. Ich sitze hier unten, ich am Hebel. Wir können ein bisschen weiterfahren. Ja, wir können. Ich glaube, jemand braucht Energie. Der Energieverteiler. Ja, ich stehe unten an der Energieverteilung, warum fahren wir denn nicht? Bitte. Fahrt doch mal, ihr Noobs. Ich hab zu laufen. Ja, hier ist eine Wand, ich werde mich jetzt daran orientieren. Orientieren, oh. Die Wand. Orientieren heißt nicht gegenfahren. Nein. Ich geh mal ganz kurz gucken, wie viel Meter wir eigentlich sind gerade. Das interessiert mich gerade. Oh Gott. Was war das? Was war das? Da war nix. Doch, da ist was explodiert. Wer Tricky? Wie? Dynamitastisch? Oh Gott! Bombastisch! Ja. Bombastisch, dynamitastisch! Wie tief sind wir denn? Sagen Sie mal! Ich wollte gerade suchen, aber ich finde gerade den Tiefen besser nicht. Okay. Ach, nix. Ist da vorne eine Höhle? Ist das eine Höhle direkt vor uns? Nee, ist keine Höhle, schade. Ich dachte, es sah so aus. Ja. Es ist auch merkwürdig ruhig, ne? Ja! Kann ja so bleiben. Ja. Gerne so bleiben, wir sind ja eher so Forscher und weniger Krieger. Genau. Oh, deswegen haben wir auch ein Kampfschiff genommen. Oh. Was war das schon wieder? Ja, das ist explodiert. Ich bin auf der Suche nach einer Beule. Man könnte wahrscheinlich vor diesen Mistviechern auch fliehen, wenn man ganz viel Energie auf die. Gut möglich. Auf die Triebwerke legt. Die Triebwerke. Ja, aber in der Tat mal ganz kurz was Unterhaltsames. Und zwar, ich sehe bei diesem Schiff gerade kein Tiefenmesser. Ich sehe auch gerade bei Tricky. Sehe ich auch keinen. Vielleicht gibt's ja gar keinen. Vielleicht gibt's bei dem gar keinen. Das ist so ein extra Ding. Oh Gott. Diese Viecher explodieren, ne? Da ist eine Höhle! Oh, nice! Endlich. Wieder Landurlaub. Ja, genau. Oui. Aber ich bin in der Tat irritiert, dass man kein Tiefenmesser hat. Das ist schon creepy as fuck. Creepy. Was ist creepy as fuck? Gold. Baguette und. Jemand hat eine neue Waffe, oder was war das? Nee, Torpedo-Ammunition. Oh ja, stimmt. Das ist super.
Da unten ist noch mehr Torpedo-Ammunition. Geht richtig ab, torpedotastisch wird das hier. Und ein neues Relikt. Ja, wo denn? Auf R. Note to self 77. Be wary of the phrase better late than never. It seems to have interdimensional properties which can cause warp disruptions and I can't seem to find its genesis. For the time being, ensure your timeline that never is better. Best regards, me, you. Das ist eine, wir haben uns selbst eine Nachricht geschickt aus der Zukunft. Sehr gut. Sehr wir gut. Wir sind schon so hier. Oh, Muschel. Oh, Muschel. Wir sind schon so, oh, Muschel. Ja. wir sind muscheltastisch hier. Das ist ja voll Choral. Haut drauf. Ist das bei euch auch so, dass diese Blobs, wenn die explodieren, immer so riesengroße Explosionen erzeugen, die den ganzen Monitor voll splattern? Guck mal, das nicht auch extra Damage macht oder so. Ich lass mal SK vorgehen mit seinem Skibitar hier. Die Piraten, Alter. Oui, oui, ich geh hinten. Ich bringe Frieden. Oh, da ist eine Waffe. Jemand hat eine neue Waffe. Ja, ich bin. Wrench. Ja, was macht die? Ah, super Wrench. Vermutlich mehr Heilung. Ist gleichzeitig Repair und gleichzeitig eine Waffe. Ja, der Wrench doch aber auch. Achso, das ist gut. Vielleicht habe ich jetzt. Mehr Heilung. Kann ich mehr repairen. Oh, da oben ist wieder so ein Mist. Hallend! Oh, das brauchen wir so nice. Gut. Das ist Luxus, das ist richtig Luxus. Oh, das sehr ist schön. Oh, ich hab noch gut, zwei letztes Mal sind wir wegen einem Leck beinahe ertrunken, aber... Also, da kann ich jetzt nicht mehr das U-Boot fahren, ne? Ach so. Weil ich habe jetzt hier die magische... Ach so, ja, das ist eine magische so. Reparaturmensch. Ja. Ach, das passt schon. Das passt schon. Obwohl, ja komm, dann setze ich mich ans Steuer. Denn macht Tricky die Energieversorgung und Reparatur. Das macht Tricky, Sinn. Auf geht's. Oh, oui, oui, viel Erfolg, aber Tricky. Ich muss erstmal ins Bett. Ja, erstmal ins Bett. Genau, komm, legen wir ins Bett. Oh, oui. Wo sind die anderen? Ja, oui, oui. Ah, oh, möchtest du mal von meinem Kammerbär abweisen? Oui, oui. Na, was? So, was brauchen wir denn? Ein bisschen Energie auf das Fahren wäre ganz cool. Ich glaube 111. Ja, genau. Du hast recht, ja. Du bringst auf Punkt, ja. Wir haben Munition! Fällt mir gerade auf. Ja, soll ich... Eins? Tschüki, Licht, Michi. Licht? Es werde Licht! Ich kann es nicht anmachen. Wieso kannst du es nicht anmachen? Ich glaube, als allererstes oh einen Gott! An. Licht. Please. Oh, Blocks. Das ist Wasser. Ja, irgendwo ist Wasser, ja. Ach, da oben. Ah, rechte Waffenraum. Ist auch ein Loch. Oh Gott! So. Oh. Wir haben Besuch. Oh nein. Einmal abfeuern. Oh nein. Wo ist es? Wo ist es leck? EMP. Ach, da. EMP? Ach ja. Obwohl, EMP brauchen wir, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh Gott, Scheiße. Genau. Oh. Oh Gott. Ich muss gerade repairen. Oh ja, wir haben Besuch. Wir haben ja alles. Wo denn? Wo ist Besuch? Unten rechts ist Besuch. Links natürlich. Oh Gott, ich ertrinke. Wo ist das Leck? Oben rechts. Oh, jetzt sterbe ich. Wir brauchen, glaube ich, nochmal EMP. Wäre, glaube ich, eine coole Sache. Oh Gottes Willen, hier ist alles! Um Gottes Willen! Sacre bleu, ich ertrinke! Oh mein Gott, ey! Ach. Oh Mann! Um Gottes. Oh Gott. Alter, Riesenviecher kommen da gerade rein. Oh ey, Gott! Alles rein! Oh Gott!
Alter, was ist das für... Danke, Merkel. Oh, Igitt, Igitt, gehen Sie bitte weg. Manke, Manke, Merkel. Ja, ja. Ah, I, ich bin tot. Ey, das war jetzt grad... Okay. Invasion. Ich möchte postulieren, das andere Schiff ist einfacher. Wir haben's aber versucht. Genau. Ich weiß auch nicht, ob mein Schwert wirklich so sinnvoll ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl... Vor allem am Anfang. Mit reparieren, nicht, meinst du, ne? Time Travel, ja, Time Traveler returns. Oops. So, oh. Time Traveler yet again made a appearance this week with only one thing to say upon his return, wearing a guilty grin on his sweating face. Oops. We suggest everyone check their birth. Birth. Geht's hier, kann man hier runterscrollen? Nee, ne? Schade. Birth, ich kann mehr sehen. Birth. Wir waren übrigens 2512 Faden tief. Schade, aber Tricky ist raus schon. Wieso ist Tricky schon raus? Ich weiß es nicht. Tricky! Magst du uns nicht? Nein, ich bin rausgeflogen. Nein! Aber ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, weil 11 Minuten ist ein bisschen wenig für eine Runde, oder? Richtig, für ja, eben, ja. Aber ich glaube, wir machen einfach einen Cut, bis wir wieder drinnen sind. Genau, ja, ist besser. Dann bis gleich. Gleich, ja. Ciao. Gleich. Hallo, willkommen zurück. Ja, nach dem sehr schnellen Ende, letzte Runde, sind wir jetzt nochmal mit unserem kleinen Minischiffchen mit Kadhafi, Tricky, Leo und mir, dem SK. Mach mal Energie auf. Krebsmenschen. Crab People. So, ich lade mal für dich nach. Ich helfe dir mal ein bisschen. Oh Gott, sagte er und... Oh, die Enthüllen sind schon aktiviert. Mal gucken... Schilde brauchen wir ja gerade noch gar nicht. Komm, hier, gib Gas. Ja. Okay, hier ist nix. Okay, gut, oh, da gehen wir hier... Der abgeht wie so ein Rochen. Ja, Rochen. wie heißt das Tier mit dem Gehäuse auf dem Rücken? Rochen. Was hat er verbrochen? Oh. Zum Glück gibt's keinen Schaden durch Gegenfahren. Das ist richtig. Vielleicht soll ich immer warten, bis da eine Wand kommt, ja? Nicht, dass ich immer irgendwie Ebenen aus... Ich hab mal ein bisschen langsamer gemacht, vielleicht ist es dann nicht so husch. Deswegen haben wir auch jetzt endlich ein Schild, dann geht das auch besser. Aber die Idee ist gar nicht so blöd, Leute, ne? Dass eventuell... Einfach 4 Speed und dann Kippen wecke? Ich kann mir vorstellen, dass das abgeht. Komm, machen wir einfach mal. Komm, die Folge ist doch eh heute... Die Folge ist doch komplett durch. Kippen Speed. Ja. Komm, 4 Speed und dann... Das Ding kann wir drei reparieren. Was? Und Tricky fährt. Viel Spaß, wir reparieren. Oh Gott. Es sieht gut. Ich bin zu der Luftblase. Ja, jetzt habt ihr's. Ja, jetzt 4 Speed. Oh, ich bin zu der Luftblase. Ja, mach das. Fahr ruhig. Wir reparieren. Oh, was? Vielleicht mach mal 3 Speed und ein Schild. Na klar. Einmal safety first. Ich hab mal ein kleines Leck. Ja, das geht schon. Hast du da ein Schild angemacht? Okay, hier geht's nicht weiter. Wir sind dem 4 entkommen, ne? Ja. Ich glaube, es geht wirklich mit der Geschwindigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass diejenigen, die da mit 30 runter, die auf 30.000 Faden runtergegangen sind, dass die richtig durchgerusht sind. Ja, wir waschen jetzt auch. Und dann einfach mit EMP die Bosse weggenugt haben oder so. Bei den Bossen können wir ja auch einfach sagen, wir scheißen auf das Fahren, weil das bringt eh nichts, vor den Weg zu fahren. Machen zwei Schilde, zwei Waffen und dann kippen Wecker. Andere Richtung. Du musst erstmal hier runterkommen. Aber du bist dem Vieh gerade ausgewichen. Sehr gut, Alter, ja, Tricky. Super. Oh. Tricky, F1 Diving. Echt? Ey, du bist jetzt unser Captain. Ich muss mich umnennen, du bist unser Captain. Nein! Ich hab mich schon mal ganz auf Ekerus. Was war das? Du warst in so einer Luftblase gefangen. Nice. Geht so. Geht so, Tricky. Ja, nee, bei ganz auf Ekerus, da hab ich auch immer einen Pilot. Da ging's auch aber da voll immer haarscharf irgendwelche Gegenstände vorbei. Das macht aus meiner Sicht aber richtig was aus, ob die Schwertfische eintreffen oder nicht. Ja, wir haben ein Leck. Oh. Ich stopp die Suppe. Oder gehst du? Okay, dann geh ich. Ich hab. Da haben wir 3 Leute, die reparieren können. SK hat hier jetzt auch kein Schwert mehr in der Hand. Ja. Das geht gerade richtig ab. Wir sind richtig flott gerade. Ja. Ja. Das ist eine Höhle. Woo!
dieser Schwertfisch. Was für ein kleines Mist. Alter, wir haben die Taktik rausgefunden. Wir ignorieren einfach die Hälfte des Spiels. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden. Ah. Gegner! Crap People! Crap People, ich bin einer von ihnen! Ich bin einer von ihnen! Aua! Ouch. Fanden sie nicht so gut. Ganze 25 Gold. Hier ist ein Pilz. Mein Pilz. Was? Pilz? Pilz. Boah, ich hab bloß noch 3 Health Points. Oh. Oh, Geld. Loot. Soll ich eine Arzttasche oder was zu sagen? Oh, oh, oh. Ja, Arzttasche wäre ganz cool. Hat jemand die? Nein, leider nicht. Nee. Schade. Oder aber ich finde, man müsste mehr als eine Sache tragen. Kannst du doch. Am Anfang. Wenn du jetzt eine. Achso, am Anfang. Ja, am Anfang. Vielleicht gibt's später noch was. Ich hab Puno oder. Oh, hier ist Geld. Und ich hab einen zweiten. Ich hab einen zweiten Wrench gefunden. Cool. Ich hab Dual Wrenching. Oh, Kacke. Hilft das auch bei dieser. Ja, es ist. Ingi for life. Es gibt auch Schusswaffen. Cool. Ja, Harpunen. Ja, und Pistolen und so ein Kram. Oh, Gift. Möchte jemand das Gift trinken? Ja, ich. Vielleicht nicht die allergeilste. Ja, ja, das ist typisch. Ich hab diesen typischen. Oh, ich backe. Ich komm nicht raus. Oh, oh Gott, oh Gott. Nein. Lass mich in Ruhe. Crab People, geh. Aua, ich hab noch einen Lebenspunkt. Die Muschel macht mich auch gerade fertig. Jetzt nicht ich sterben, muss sie hin. Ich nochmal erholen. Ich geh. Nicht sterben, die machen. Ich überlege, ob ich kurz zurückgehe. Ihr macht das, oder? Ich geh mich mal heilen. Hilfe, Riesenkrebs. Ihr macht das schon. Das mit dem Krebs, das hier läuft, ja. Oh, guck mal, da backt er zum Weil wir können auch jederzeit zurückgehen und uns heilen. Das hat funktioniert. Ich glaube, wir haben das schon gerade durch hier. Sehr gut. Ihr macht das schon. Ich vertraue auf euch. Oh, das ist natürlich eine gute Idee. Hier ist noch eine Muschel, die muss down. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das? Nee, das wird so. Ich hab was. Wo seid ihr? Seid ihr ein neues Relikt. Seid ihr tot? Ein neues Relikt? Nee, Moment. Wir haben ja gerade noch so eine Riesenmuschel, die uns alle gerade killt. Nein, wir haben es geschafft. Jetzt hier ist noch. Jetzt kommt diese komische Einsiedlerkrebs, der die Box besiedelt hat. Besiedelt eine Box? Alter, wie viele Schläge hält das Vieh aus? Ja, das ist ultra. Oh, jetzt. Super, ihr habt es geschafft. Sehr gut. Klasse. Cannon Rotation Speed. Oh, das ist ja edel. Ach, da oben seid ihr. doch, der Hammer, ey. Bam. Geil. Ja, yeah, wir haben es geschafft. Wow. Ja, wir haben King Statue. It appears to be a statue representing a wise but wary king, albeit one of a very fishy variety. Its bottom half appears to be missing, through whether the concept of a bust is known to the civilization that created this statue is unknown. Oh, creepy. Ab unten geht das noch richtig ab. Ich komme auch mal wieder an Bord. Klasse, ich glaube, ich brauche einen Bettbesuch. Ne? Ich habe ein Date mit dem Bett. Du hast ein Date mit dem Bett? Ich habe leider meine Hose nicht mehr. Oh, schade. Oh, dafür habe ich zwei Dual Wielded. Ich möchte auch gerne zwei von denen. Ich möchte in der anderen Hand auch gerne den anderen Schraubenzieher haben. Hm, jetzt kannst du aber zwei Schrauben lösen. Ja. Yeah. Rosalinde. Was? Mm. da bin ich kein Teil mehr von. Komm zu Magnum. Das ist recht nicht. Wir werden angegriffen. Fährt das Ding los? Ja, wir werden angegriffen. Verdammt. Wer fährt denn hier schon direkt los? Noch gar nicht. Wer hat die Engine angemacht? Fahren Sie. Ja, jetzt kann losgehen. Volle Action. Wir haben ein Leck. Oh. Wieder bei Tricky. Fahr einfach, fahr. Das findet Nemo! Hilfe! Was? Findet Nemo? Geil! Das ist aber können wir uns gerade wenig kümmern, wir haben ein Leg. Ah, nicht mehr. Oh boah, der Hecht, ey. Der Hecht? Der Hecht? Hashtag Nemo nervt mich. Ah.
Oh, das tat weh. Jetzt haben wir gleich plötzlich ein Wasser irgendwo. Yep, überall. Ach, geht schon, cool. Meine Güte, geht das schnell mit dem Reparieren. Ja, das ist immer mit drei. Wir haben gute Chancen. Ja, das ist eine geile Taktik. Was ist das denn für ein Tentakelmon da vorne? Tentaitastisch. Echt, ey. Aber was haben wir hier? Nochmal so ein Hai? Schade. Gute Idee. Das ist eine Nonnenhöhle. Das ist eine Höhle. Oh, nice. Oh. Und dann können wir auch nochmal reparieren, weil wir haben ein Leak. Ja, genau. Irgendwo. Ich hab schon. Hast du schon. Leak. Sehr gut. Ah, ne, nix mehr. Ich höre Muskeln aus dem U-Boot raus. Warum kann ich das von außen nicht reparieren? Ist eigentlich voll riesig, das U-Boot, ne? Wenn du mal guckst hier so. Ja. Oh. Tricky hat schon Spaß. Oh, Tricky hat schon Besuch. Wir werden alle niedergebrenscht. Kommt noch mehr. 800 Gold. 100 Gold. Oh, hier oben ist nix. Enttäuschend. Ein neues Relikt. Text. Dearest Mr. Duowind, my crew has found a region of the trench unlike any other. Also das ist ein Künstler. Across. Also das war ein Künstler. Das ist ein Künstlerkrebs. Der hat in so einer kleinen Kiste. Lies das am besten mal selber, ist echt ganz schön viel Text. Ja. Wir müssen. Achso, ihr hattet. Oh, new item. Ich hab was? Was? Ja, warum habt ihr zwei Musketen? Ne, du auch. Na. Oh nee. SK. Haben... SK und Tricky haben Musketen. Warum zeigt ihr nach hinten? Wir sind hier so Range. Range. Warum schießt ihr nach hinten? Ich nicht. Ich hab gar keine Munition dafür. Könnt ihr nicht einfach so schießen damit? Nee, ich kann so schießen. Ihr zeigt beide nach hinten, das ist voll skurril. Ehrlich? Ja. Ich zeig nach vorne. Na dann ist es noch ein kleiner Bug. Alpha Release Stadium. Ja. Aber cool, zwei Pistolen. Aber cool, da kann man von Weitem, Na, der macht mal. Nice. Man sieht zwar die Kugel nicht, aber... Das ist eigentlich wichtig. Hauptsache doch, ist... Buggy, aber ich weiß noch nicht mal anders. Oh, da unten ist... Pittage the Squittage. Ah, kann man jetzt von hier auf. Aha! Oh, nice. Ey, das ist super. Die Muskete ist super. Ah, Oh, nein. Ich will mich hängen fest. Achso, warte mal. Oh, sehr gut. EMP-Damage Upgrade. Nice. Ja. Wisst ihr, was das heißt? Wir können unter Umständen, weil wir haben schon zwei davon gefunden, ne? Ich glaube, das zählt nicht, ich glaube, das ist jetzt... Also nicht permanent. Nee, ich glaube, es ist nicht permanent. Ich glaube, dass das letzte Update oder die letzten Updates nicht mehr sind, weil wir haben jetzt auch wieder nur 50 HAU. Ja, stimmt, ja. Leider. Aber trotzdem kann man mit dem Update hier vielleicht schon mal, auch den Boss am Ende so richtig einen reinbrezeln. Ja. Yeah. Das wäre der Knaller. Was ein Sword ist. Warte, waren wir da oben schon? Ja, aber da war nichts. Relikt, oder? Oder war das Relikt? Es kann sein, dass das Relikt war. Aber die Muskete ist super. Oh, oh, oh. Ich bin unsichtbar. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Da guckt ein Horror aus. Bin weg. Oh. Mein Leben. So, ich gehe wieder ans Steuer. Okay, tun Sie das. Okay. Ich kann das Steuer nicht nutzen. Ja, weil wir noch keine Energieverteilung haben. Ach so. Jetzt können Sie das Steuer verwenden. Okay. Oh, sehr schön ausgewichen. Wie ein Ninja. Echt, ey. Aber ich kann mir echt vorstellen, dass es noch schnellere Dinger geben wird. Und dann für so Speedruns. Also ich würde, wenn irgendjemand aus der Community, ne, jetzt irgendwie von den Beatles jetzt so einen Song rausschmeißt. Zufällig mit, wir leben alle in einem gelben U-Boot? Ja, ich glaube, wir sind gleich schon beim Boss. Weil das sieht so total indisch aus. Ja, das ist ganz ehrlich, das Spiel arbeitet, das war doch das erste U-Boot, was es gab. Und natürlich ist das eine Anspielung darauf. Also.
Also wer das kennt. Ich meine mal ganz ehrlich, hallo. Deswegen haben die auch so eine asoziale Variante von Nemo. Ja. Ja. Killer Nemo. Schau dir das mal an, er ist der böseste ja, Nemo, ist, echt, ey. Das ist, der ist jetzt natürlich erwachsen geworden. Der hat einen Treffer hat er eingesteckt. Placeholder ist Gegner, Paul Jaw. Der ist ein, der Name ist jetzt immer gleich, gut. Okay, so. ich nehme mal. Ich glaube, wir sollten erstmal EMP, damit die kleinen Viecher weg mal, sind. Mach mal die Getriebe aus. Genau, und dann können wir jetzt nämlich reparieren, wenn die Waffen genau. gleich... Alter, guck dir das an. Alter. Dann sind die Kleinen weg. Jetzt reparieren wir alles heile, bis die Energie wieder da ist. Dann können wir schießen mit zwei Schuss. Also mit zwei Waffen. Boah. Hier ist irgendwo ein Lag. Reparieren. Passt schon. Hier ist alles okay, hier im Maschinenräumchen. Sehr gut. Da oben ist irgendwo... Da ist ein Lüg. Die Munition ist gemacht. Ja, gut. Dann lade mal nach. Schießen Sie. Ich lade nach. Hier läuft es irgendwo mit rein. Geh mal reparieren. Sieht gut aus, Jungs. Yeah. Oh, nice. Sehr gut. So, ich geh nochmal schlafen. Verdient, würde ich sagen. Ja, verdient. Irgendwo ist noch eine Beule. Hier. Irgendwo ist eine Beule, ja. Jetzt weil das sehr läuft, ne? Sehr gut. Dann würde ich sagen, aber das ist doch wieder, das ist doch, wie schnell wir runterkamen. Gut, aber damit endet die Folge für heute. Und dann müssen wir die Engines zum Ausmachen. Soll ich die ausmachen? Ja, machen Sie ja, aus. Machen Sie aus. Ja. Machen Sie aus. Ja, dafür. Gut. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!